Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Zombie-Map Origins die neuen Signalgranaten bekommt, die einen Luftschlag anfordern. Dafür müsst ihr zuerst in die Tankstation und euch hier einen von vier Steinen mitnehmen. Das kann übrigens jeder Spieler machen, aber jeder Spieler muss es für sich selber machen. Dann bringt ihr den Stein oben in die Kirche, ins Weihwasserbecken und müsst alle vier Truhen mit Seelen füllen. Das sind ja diese kleinen blauen Truhen. Die müsst ihr mit Seelen füllen und dann könnt ihr euch hier eure Belohnung abholen. Das ist ja dieser neue Nahkampfangriff, dieser Konfu-Schlag, womit ihr die Zombies boxen könnt. Und ja, jetzt müsst ihr das Weihwasserbecken mit Zombie-Seelen füllen. Dafür müsst ihr einfach ja hier oben in der Etage bei der Kirche Zombies boxen. Und das so lange, bis keine Seelen mehr zum Becken fliegen. Und dann ist dieser Schritt erfolgreich. Ihr könnt es jetzt sehen, der Stein ist unten links über den Runden und er ist blitzeblank sauber. Jetzt müsst ihr zurück zur Tankstation, aber passt auf, dass ihr auf dem Weg bleibt und nicht vom Weg abkommt. Weil solltet ihr in Schlammlöcher treten, ist der Stein wieder dreckig. Das wird dann auch unten angezeigt. Und dann müsst ihr den Stein erneut putzen. Und das funktioniert, indem ihr einfach zum Becken geht und X drückt. Ja, wenn ihr in der Tankstation angekommen seid, müsst ihr erneut Zombies töten, sodass Seelen zu dem Tisch fliegen. Und so lädt sich dieser Stein halt dann noch auf. Und dann bekommt ihr als Belohnung diese neuen Signalgranaten, die einen Luftschlag anfordern. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Funktion ist wie Affen, das heißt, die Zombies rennen dahin und dann kommt ein Luftschlag und tötet alle. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Zombieskillen und haut rein. Vectic's Videos are wunderbar! The doctor has subscribed to his channel!